Willkommen in einem wunderschönen guten Morgen. Naja, so schön ist er vielleicht nicht. Er ist sehr verregnet hier in unserer kleinen Stadt Kersoven. Der Kaffee ist heiß, die Gebäude sind gebäudinisiert und wir machen weiter. Ja, der Spruch war doof. Also, was haben wir heute vor? Was wir heute vorhaben, das sehen wir immer sehr gut an den Leuten. Wir gehen einfach mal zu dem guten Luca und zu seinen Bedürfnissen. So, seine Bedürfnisse sind wie folgt. Wir müssen die Klamottenproduktion hochfahren und wir müssen die Gemeindezentrumsproduktion hochfahren. Mit anderen Worten, wir brauchen Klamotten und Gemeindezentren. Ja, Gemeindezentrum ist ein Problem, weil wir dafür noch die Steinproduktion wiederum hochfahren müssen und wir brauchen mehr Personal. Das ist uns nämlich mittlerweile auch ausgegangen. Und für die Produktion von Klamotten, da brauchen wir erstmal ein bisschen mehr Zeit. Wir machen das erstmal ein bisschen schneller. Kann ich damit auch schneller machen? So, wir machen das erstmal ein bisschen schneller, denn wir haben ein Problem. Ja, wir haben A, keine Leute mehr und wir haben in unserem rudimentären Schneidertisch, ihr seht's, wir können das zwar anfahren, aber wir haben noch kein Leder. Ja, das Leder wird besorgt, das ist hier oben, also oder das kommt von hier oben, aber auch hier haben wir im Prinzip das gleiche Problem, dass wir keine Steine haben oder wenig Steine haben und das kommt jetzt hoffentlich mit der Zeit. Ja, das ist auch wichtig, damit wir unsere Nahrungsmittelproduktion hier stabilisieren, denn diese kleine Sammlerhütte reicht einfach im Moment nicht aus. Deswegen möchte ich auf jeden Fall, bevor wir hier irgendwo untergehen und uns hier schlecht wird, noch so einen kleinen, wo haben wir es? Beziehungsweise sogar noch zwei Gartenbeete anlegen. Verzeiht bitte. Und wir haben ja hier vorne auch schon Obstbäume gepflanzt, aber auch da seht ihr, er wächst schnell. Das dauert alles noch, bis da ein bisschen Obst rankommt. Also wir hätten hier theoretisch schon ein bisschen Rinde und Sprossen und all sowas, aber ja, also da haben wir auf jeden Fall Obstbäume gepflanzt, damit unsere Obstproduktion nicht ins Stocken gerät. Der ist für mich jetzt erstmal am wichtigsten, deswegen werden wir ihn bitte priorisieren. Und dann seht ihr, baue deine Siedlung weiter aus, bis Elaine in einem Tag zurückkehrt. Ja, das ist auch eine Sache. Ich weiß nicht, wo Elaine wohnt, aber wir sollten Elaine schon ein kleines Häuschen bieten. Und jetzt gucken wir mal, was die so normalen Häuser kosten. Und da schlackerst du schon mit den Ohren. Die kosten, wartet mal, ich zeige euch das mal im Vergleich zu dem, was wir im Lager besitzen. Diese normalen Häuser hier kosten 10 Bretter, wir haben 2. Oh, da steht sogar hier drunter. Das ist ja nice. Wir haben 4 auf 3 Tücher und die Tücher brauchen wir ja noch für viele andere Sachen. Gras haben wir Gott sei Dank genügend. Wir haben auch kein rohes Holz und wir haben bei Weitem keine Steine. Also das ist schon mal, ja, das ist der Hammer. Deswegen kriegt Elaine leider auch nur wo ist es hin? Sie kriegt leider auch nur eine Sammlerhütte jetzt nicht. So eine kleine Stroh. So eine kleine Strohhütte. Hier vorne hin. Und das kommt in die normale Priorität. Und dann sollte das hier auch passen. Alles klar. So, also das läuft alles. Auch das Holz läuft. Ihr seht, wir haben hier immer noch mehr als genug. Also holzmäßig sehe ich da kein Problem. Wir könnten mal bei den Verbesserungen gucken. Und sagen, ja, pass auf, Sammelgeschwindigkeit +1, das finde ich gut. Da geben wir ihm mal ein paar Äste und dann kriegt er das hier auch hin. So, danach müssen wir uns überlegen, wenn die gute Elaine da ist, was sie macht. Ich hoffe ja drauf, dass wir bis dahin hiermit fertig sind. Und ja, da fehlen halt noch Steinchen. Er produziert die Steinchen hoffentlich. Ja. Der hat die auch alle in Reichweite. Also 9 Steine kriegen wir hier noch hin. Aber es dauert halt, ne? Es dauert. So. Elaine kommt. Wer ist Elaine und was macht sie? So, Tutorial, die Karte öffnen, drücke M. Das mache ich sehr gerne. Und wir müssen ein Gemeindezentrum errichten, um neue Zuteilungen und Fraktionsanträge zu starten. Wir haben hier vorne übrigens auch Fraktionsaufträge und all sowas. Das können wir hier bei diesem Fragezeichen machen.
Das gucken wir uns dann mal an. Entdecke die Hochebenen. Genau, also, ihr seht, nächstes das Gemeindezentrum. Sieh zu, dass es den Bewohnern deiner Region gut geht. Das finde ich auch eine wichtige Sache. Und jetzt lassen wir es erstmal laufen. Und dann geht's hier weiter. So, und da die Entwickler auch dabei sind, liebe Grüße an euch. Ja, ich habe tatsächlich eine ganze Zeit rumgearbeitet, um dieses Ruckelproblem zu beheben. Und ihr Lieben, ich hoffe, ich stört euch nicht den normalen Zuschauern, wenn ich jetzt für die Entwickler einmal ganz kurz in die Einstellung gehe und mal zeige, was ich hier nach tatsächlich relativ langem Rumgebastel herausgefunden habe. Das ist die Anzeige, so spiele ich gerade. Ja, das ist im Prinzip die Möglichkeit, so habe ich ohne irgendwelche anderen Einstellungen hier im Spiel es hingekriegt, dass es möglichst wenig ruckelt. So, ansonsten, wir bleiben wieder bei unseren Leuten und gucken mal, möchte sich einer, ja, ich weiß, wir brauchen ein Gemeindezentrum, aber das mit dem Gemeindezentrum hat ein Problem. Wenn wir kein Essen haben, dann brauchen wir auch kein Gemeindezentrum, weil wir eh bald alle tot sind. Ja, also müssen wir uns erstmal ums Essen kümmern. Wenn ich ehrlich bin, das sieht auch geil aus hier. Da ist so viel Obst. Können wir die Arbeitsbereiche nicht irgendwie verschieben? Nee. Nee. Da hat er jetzt die Äste bekommen, okay. Können wir die Arbeitsgeschwindigkeit von ihm hier eventuell noch erhöhen? Nee. Wir brauchen dafür 4 Steine. Und Steine sind ja genau unser Problem. Na gut. So, jetzt haben wir zumindest hier so ein weiteres Häuschen gemacht. Das ist echt doof. Also, wir haben echt ein Steinproblem. Da brauchen wir noch 5 Steine. Der sammelt Pilz. Jetzt sind wir wieder bei 1,5 Tagen. Das ist gut. Da kam gerade wieder ein Schwall Produktion. Und, guckt mal. Unser Obst ist reif. Mega. Wir sehen es übrigens auch hier an den Bäumchen. Die sind schnell gewachsen. 1 Jahr, 4 Äpfel. Sehr gut. Dann kriegen wir da jetzt wieder ein bisschen mehr Essen. Hier vorne gibt es auch im Gartenbeet Früchte. Das ist schon mal eine super Sache. So. Tja, wie sieht es hier hinten aus? Spannenderweise ist dort kein Dreck drin, aber das werden wir noch herausfinden, wieso. Okay, also, er wird gebaut, da brauchen wir noch 3 Steinchen für, der ist priorisiert. Das Häuschen hier ist fertig und ich würde schon gerne das Gemeindezentrum nicht hier hinten hinsetzen. Dort haben wir ja unsere Feuerstelle und vor allen Dingen unseren Sammler. Da müssen wir halt aufpassen, dass wir unserem Sammler jetzt nicht zu viel Platz wegknuspern. Und wenn wir jetzt hier was hinsetzen, wäre das unschön. Ich stelle mir das vor, dass wir das wirklich hier hinten machen. Und hier so eine schöne Ecke machen. Vielleicht irgendwann hier einen Zaun bauen. Ich weiß gar nicht, ob es eventuell sogar ein großes Tor gibt. Genau, ein schönes Tor hier hinten rein, dass wir das wirklich abgrenzen hier runter. Und sagen, das ist jetzt so mehr oder weniger das offizielle Ende. Und dann geht's hier hinten zu dieser Müllgrube. So, dann werden wir mal das Gemeindezentrum zumindest schon mal platzieren. Das ist wahrscheinlich unter Gemeinde und dann das Gemeindezentrum. So, und das passt zufälligerweise genau hier zwischen. Als hätte man es geplant. Einmal da rein, bitte. Jetzt werden wir einen Weg um das Gemeindezentrum bauen. Einmal da lang. Und ihr seht, das braucht eine ganze Menge Waren. Das Problem wird der Stein sein. So. Und jetzt können wir mal überlegen, ob wir irgendwo jemanden rausziehen. Denn wir haben nämlich bei weitem nicht genügend Personal. Haben wir von irgendwas genug auf Lager? Ja. Holz haben wir auch nicht genug auf Lager. Also das wird noch eine ganze Zeit dauern, bis wir das fertig gebaut haben. Ja, oh, jetzt ist das zumindest fertig. Oh, das ist gut. Jetzt ist die große Frage. Wen packen wir da rein?
Wen packen wir da rein? Gibt es... Wir entlassen mal Sunny und Petra bei der Feuerstelle. Wir machen die Jobs jetzt auch gerade mal zu. Nein, wir sollten mindestens einen hier behalten. Sunny. Sunny kann das machen. Und Petra wird bitte einmal jagen gehen. Lagerkapazität, Lagerkapazität ist erstmal egal. Fakt ist, wir brauchen Jagdmöglichkeiten und einen Feldhasen, Rothirsch, Schafe, Waschbären. Ja, komm, Waschbären und Ratten kannst du auch jagen. Das ist mir egal. So, das ist super. Dann gibt es da nämlich das erste Fleisch und das erste Leder. Und dann können wir ihm hier sagen, dass er bitte demnächst die einfache Kleidung anfängt zu nähen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, ansonsten, wie sieht es im Lager aus? Wir haben wenig Gras, aber wir haben mittlerweile genug Essen. Brot wird gut produziert, rohes Fleisch wird produziert, mittlerweile sehr gut. So, wie sieht es mit Weizen aus? Den haben wir auch nicht, ne? Der geht uns auch so allmählich aus. Wächst das Zeug hier hinten nach? Ja, ist aber gerade ausgewachsen. Ich hoffe, der wächst nochmal. Ah, der steht auf schlechtem Boden. Ist aber feucht genug. Nährstoffe hat er auch. Also wir können nur hoffen, dass das nochmal nachwächst. Ansonsten müssen wir tatsächlich unsere Sammlerhütte nochmal umstellen. Zu einer Ecke, wo es Weizen gibt. Zum Beispiel hier oben. Oder hier. Können wir Weizen eventuell nachpflanzen? Ja, wäre möglich. Wir machen mal hier hinten. Hinter den Häusern ein Weizenfeld. Geht das? Reicht das? Ja. Genau. Dann machen wir hier hinten ein paar große Weizenfelder. Hinter den Häusern. Dass wir dort auf jeden Fall unsere Produktion hinkriegen. Sehr schön. So, also, der Ledermacher funktioniert. Hier wird hoffentlich gejagt. Da ich hier keine Reichweiten sehe, was ist das? Ist überhitzt. Jetzt, ernsthaft, Vincent? Du hast dich doch vor einer halben Stunde noch beschwert, dass dir kalt ist. Und jetzt sagst du, dass dir warm ist. Ich kühle mich ab. Wo ist denn der, die das Vincent? Und wie kühlt er sich ab? Was transportiert Vincent? Dreck? Nein. Äste? Wieso transportiert er von dort Äste ab? Das muss Vincent mir mal erklären. Nun denn. Also, Vincent ist hier munter am Arbeiten. Das sieht gut aus. Und jetzt sind alle ein bisschen überhitzt, aber ja, das können wir leider nicht ändern. Nun denn. So, wie sieht es hier aus? Journal-Einträge gibt es auch nicht. Und wir brauchen übrigens auch langsam Getränke, ne? Wir sollten auch zusehen, dass wir mal so einen Ziehbrunnen bauen. Tja. Da haben wir uns natürlich fürs Weizenfeld genau die richtige Ecke ausgesucht. Der Ziehbrunnen sollte ans Wasser. Den stellen wir mal dahin. Zack. Und unsere Leute hier auch genug Wasser haben zum Trinken. So, was ist denn das hier? Leder. Guck mal, da läuft Leder rum. Ist das nicht cool? Wie geht's euch? Ich möchte umsorgt werden. Ja, geh mal in Richtung der Jagdhütte, da wirst du umsorgt, mein Schatz. Okay, also. Hast du hier schon irgendwas gefangen, Petra, meine Liebe? Wie sieht's mit dir aus? Gemeindezentrum ist okay. Arbeitslast 95%. Wir kontrollieren mal. Hatten wir nicht 10 vorher? Ich weiß es nicht, aber das sieht schon mal nicht schlecht aus. Wir haben... Oh, wir haben 3 Dreck. Okay. So, was ist mit ihm? Der hat Probleme mit der Bretterproduktion. Moment, haben wir denn eventuell schon genug Bretter? Ah, das Gemeindezentrum braucht gar keine Bretter, ne?
Ja. Dann müssen wir das mal anders machen. Dann werden wir den Sägeplatz tatsächlich jetzt mal schließen. Und die gute Erika hier mit reinpacken. Und sie mit jagen lassen, dass wir hier wirklich jetzt mal ein bisschen Fleisch bekommen, ja? Jawohl, da kommt es. Sehr gut. Mega. Sehr gut, ihr beiden. Wunderbar. Jetzt haben wir 27 Fleisch. Stellt euch an, es gibt ein Steak. So, wie sieht es hier bei dir aus? Bei dir wächst der Stein auch nicht mehr wirklich viel nach. Das ist das Nächste, wo wir uns darüber Gedanken machen müssen, dass wir uns hier einen Stein organisieren. Da muss auch, da muss einer arbeiten, das ist aber nur optional, ne? Okay. Das Ding priorisieren wir mal, dass wir uns hier Wasser holen können. Tja, aber jetzt ist die große Frage, wo kriegen wir mehr Stein her? Da sind, was? 2,30? Das habe ich am Anfang nicht gesehen, das ist ja ärgerlich. Was ist hier? 2,60. Moment, was ist denn das hier? Das ist ein Fuchsbau. Oh. Oder wie man das nagt. Oder wie man das bei uns sagt. Schnitzel frei Haus. Ja. Okay. Ich habe meine Holzhütte direkt vor den Fuchsbau gebaut. Liebe Entwickler, schreibt mal bitte in die Kommentare. Es würde mich mal interessieren. Sind die Tiere aggressiv? So aggressiv? Wir können ja mal gucken. Was macht der Fuchs? Ja, ich weiß, what does a fox say, aber das ist jetzt gerade nicht die Frage. Ist der Fuchs so aggressiv, dass er uns angreifen würde, wenn wir vor seinem Bau Holz fällen? Das würde mich mal interessieren. Ich, Leittierfuchs. Ja, ich, Deutsch, nicht aufgepasst. Bedürfnisse. Ich möchte umsorgt werden. Ja, dann hier. Also das ist alles kein Problem. Geht da oben hin, da werdet ihr tierisch umsorgt. Ich möchte eine gute Zeit haben. Ja, Moment. Die hast du. Du wirst nicht gejagt. Die hast du. So, jetzt ist hier tatsächlich das Nahrungsangebot ein bisschen knapp. Wir gucken mal auf unser Beet. Ah, Mist. Der hat zu wenig. Wir haben hier hinten echt schlechten Boden für Weizen. Wir hätten das hier irgendwo hier vorne hinpflanzen müssen. Ja gut, es ist jetzt so, wie es ist. So. Gemeindezentrum. Wir können jetzt eigentlich das nächste Gebäude schon mal bauen. Und das ist ein einfachen Steinmetz. Und den bauen wir bitte dahin. Zackebumm. Damit wir an diese Steinreserven hier rankommen. Und der wird bitte auch priorisiert. So, Brunnen ist fertig. Jawohl. Sehr gut. Dann haben wir da endlich ein bisschen Wasser. Mega. Also, Haken hinter. Brunnen ist fertig. Top. So, Gemeindezentrum, da fehlen tatsächlich noch die Steine. Da werden wir dran arbeiten. Du hast zumindest noch 8, 7, 8, 10. Ah ja, du hast noch ein paar. Also, bei dir haben wir noch ein paar. Jetzt ist die Frage, wer kriegt diesen Job hier? Ich mache ein bisschen langsamer. Auf Stufe 5. Jetzt ist die Frage, wen packen wir da rein? Wir können vom Essen eigentlich niemanden abziehen. Ich möchte plaudern, Schanktruhe, herzhafte Küche. Ja, also, Leute, ich weiß, ihr möchtet plaudern, aber eins nach dem anderen, ja? Jetzt bauen wir erstmal das Gemeindezentrum auf. Das ist. Ich weiß halt nicht, ob wir da sicherheitshalber, ob wir da vielleicht jetzt jemanden abziehen können. Aber wir haben hier halt schon gerade eine gute Fleischproduktion. Sunny möchte ich hier auch ungern abziehen. Ah, ist das ärgerlich. Wie viel Holz haben wir auf Lager? 16. Ist auch nicht allzu viel. Nein, er kommt an den Weizen nicht ran.
Pass mal auf, wir machen das. Nee, jetzt gibt's den nächsten Weizen. Wir machen das mal. Wen ziehen wir hier ab? Das Problem ist, ich weiß nicht, ob wir doch, wir produzieren noch mehr. Wir haben noch Getreidekörner. Wir nehmen einen aus der Fleischproduktion. Ne, wir ziehen einen von hier ab. Wir nehmen den guten Dennis und packen den erstmal hier rein. Dennis. Da unten. Zack. Einmal da rein, bitte. Dennis hat noch ein bisschen was zu tun beim Sammeln. Das sollte sich bald erledigen. Und wir legen erstmal ein bisschen mehr Wert auf die Fleischproduktion, damit wir hoffentlich Leder haben. Sehe ich noch nicht. Sollte aber hoffentlich passen. Und dann werden wir im rudimentären Schneidertisch jetzt die Klamottenproduktion starten, damit er anfängt, einfache Kleidung zu nähen. Wir werden das mal einen nach oben schieben, maximal drei. Das war der falsche. Den Rest brauchen wir ja so und so nicht. Okay, wunderbar. Sollte sich die Steinproduktion damit ein bisschen erhöhen und die 59 Steine, die wir brauchen, hoffentlich auch. Dann machen wir jetzt mal auf Stufe 20 und wir können sogar theoretisch mal auf Stufe 50 machen und schauen, wie unsere Leute hier hin und her flitzen. Ich muss sagen, das ist übrigens eine der coolen Sachen, dass man hier wirklich mal eine hohe Geschwindigkeit fahren kann. Also das gefällt mir. Was mir nicht gefällt, ist das Nahrungsangebot momentan für uns. Und wir müssen wahrscheinlich im Winter wirklich weiterjagen. Aber wie sieht es denn mit den Zählungen aus? Hier sieht man übrigens, die Feldhasenpopulation geht schon ganz stark zurück. Die Rattenpopulation auch. Waschbären fangen wir bitte mal. Ah, da gibt es relativ wenige von. Wir lassen die Waschbären mal weg. Rattenfleisch ist okay. Wir könnten noch anfangen, Rothirsch zu jagen. Aber wir sollten auch gerade beim Feldhasen, sollten wir bei Zeiten mal Schluss machen. Wir müssen uns mal so einen Feldhasen schnappen. Ansonsten sind die nämlich leer. Und wenn die, und das ist das, was ich erwähnte, wenn das in diesem Spiel hier leer ist, dann ist hier Feierabend, ne? Dann gibt's hier nichts mehr. Okay. Ja, also mir macht gerade das Nahrungsangebot für den Winter ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, ob wir den Winter wirklich überstehen. Aber jetzt bauen wir erstmal das Gemeindezentrum fertig. Und das ist in einem Stein erledigt. Hoffe ich. So, noch ein Stein. Komm schon. Sehr gut. Und dann können wir den guten Dennis hier wieder raushauen. So. Machen wir mal zu. Und der gute Dennis muss bitte einmal dort wieder arbeiten, damit wir die Produktion hier ein bisschen erhöhen. Sehr schön. So, mögliche Immigration ist gut. Möchtest du zwei Personen aufnehmen? Ja, das möchte ich. Ronja schließt sich der Siedlung an. Ja! Sehr gut. Gemeindezentrum, ein Stundenplan. Und hier können wir jetzt übrigens auch das erste Mal Arbeitszeiten festlegen, dass wir sagen, hey, du arbeitest hier ein bisschen weniger, du arbeitest hier ein bisschen mehr. Und das ist sehr praktisch, gerade wenn wir jetzt im Herbst sind. Und das will ich jetzt tatsächlich im Herbst mal machen. Wir werden jetzt an den Wochentagen ein bisschen länger arbeiten, damit wir einfach, ja, damit wir einfach jetzt erstmal genug Essen sammeln. Ne? Das ist jetzt im Moment wirklich sehr wichtig. Und wir haben ja auch eine weitere Person, die gute Ronja. Und da schauen wir mal, dass die sich auch ums Essen kümmert. Da würde ich jetzt sogar überlegen, in der nächsten Folge eine weitere Sammlerhütte zu bauen. So, aber jetzt bleiben wir nochmal hier. Und hier haben wir alles erledigt. Und jetzt sollten wir noch die Hochebene entdecken. Da gucken wir nochmal auf die Karte mit M. Jetzt gehen wir mal dahin. Und du kannst, deine Leute werden diese Expedition auf einer benachbarten Karte im Gemeindezentrum vorbereiten. Wir benötigen 10 Brot und 1300 Arbeitsaufwand. Ja, wir können auch Diplomatie machen und all sowas, aber ist das vorm Winter mit 10 Broten? Wie viele Brote haben wir denn?
Wir haben 60 Brote. Nee. Das machen wir. Das machen wir jetzt nicht. Das ist mir zu heiß. So, hast du hier noch Steine auf Lager, die du abbauen kannst? Ja, so ein paar. Und dann sollten wir uns ganz dringend Gedanken machen in der nächsten Folge, wo wir das Essen herkriegen, dass wir den Winter überleben. Ansonsten habe ich das Gefühl, ist die nächste Folge leider auch schon die letzte Folge. Also ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd.